Hallo Leute, wie geht's und wie steht's? Es geht weiter mit Avalon Code. Okay, hier kann man auch irgendwas untersuchen. Kann man den Fluss untersuchen? Nein. Die Brücke. Ist es eine schöne Brücke für dich? Ist sie die? Nein, ist sie nicht. Okay. Ich glaube, irgendwas kommt jetzt, aber gucken wir mal, was jetzt passiert. Wir sind endlich zurück. Möchtest du hier bleiben und dich ausruhen? Ja. Okay. Du musst Roxas sein. Der Marker sieht cool aus mit den Oha. Die Augen sind irgendwie etwas gruselig. Ja, das bin ich. Mit seinem komischen Helm und seiner Brustplatte, die nicht zu der Kleidung passt. Was habe ich jetzt in ihm getan, dass er mich jetzt verprügelt? Hey, Roxas! Roxas! Okay. Hä, wo zum Teufel bin ich? Ja, wir sind im Karren, aber... Hallo, wo bin ich? Aber wer sind diese Leute, die mich mitgenommen haben? Ja, guck mal raus, wer da ist. Ja. Oh! Okay, wir sind in der Wüste. Wir besuchen Aladdin, juhu! So heiß, ich hasse Wüsten. Hier kann ich meine Waldkräfte nicht einsetzen. Oh, oh, zum Glück bist du hier. So schön kühl. Verdammt, wo bringen die uns hin? Okay, wo bringen die uns jetzt hin? Palast der Wüstenhexe. Okay. Verstehe, Palast der Wüstenhexe. Also hier ist eine Hexe. Die bringen uns extra rein, okay. Rempo! Oh. Die kann fliegen. Höhöhö, willkommen im Dorf der Samiat. Die ist doch keine Hexe. Die ist zu hässlich. Ich heiße Uriement Aof, Oberhaupt der Samiat. Was will diese alte Schachtel von uns? Richtig. Es gibt einen wichtigen Grund, warum wir Kalailas Heldenstern hergebeten haben. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Also entschuldige mal, warum sollten wir dir helfen? Nicht? Du suchst doch nach dem Blitzgeist, hab ich recht? Was? Woher weiß sie das denn? Was? Höhöhö, dann hör mir mal gut zu. Ich muss den nahegelegenen Cyrillos Platz aufsuchen. Aber tief in seinem Inneren gibt es einen Siegel, das ich nicht passieren kann. Ich möchte, dass du mit Hilfe deines Buches das Siegel aufbrichst. Den Blitzgeist wirst du dort auch finden. Okay, jetzt kommt die Milele und Niaki. So hätten wir beiden Seiten etwas davon. Niaki ist dagegen. Sie sagt, das riecht nach einer Falle. Höhöhö, dann lehne ich's eben ab. Aber wenn du mir hilfst, dann kannst du deinem Freund helfen. Was machen wir jetzt, Roxas? Warte. Ich mache einfach mal helfen. Vielleicht ist das auch die beste Entscheidung. Höhöhö, dann sind wir uns also einig. Zuerst zeige ich dir eine wichtige Waffe und eine Manöver, um zur Ruine zu kommen. Okay, die Waffe muss ich auch wieder aufleveln, wie immer. Normalerweise dürfen Fremde das nicht, aber bei dir mache ich eine Ausnahme. Aber zuerst teste ich als Meister in der Dolchschule des Südens deine Stärke. Oh, das ist eine Schule, meine ich, passt. Zuerst werde ich dich heilen und ich werde nur mit meinen Messern gegen dich kämpfen. Und die Runenklinge, habe ich vergessen zu sagen, tötet gerne Hexen. Also die Runenklinge wurde gemacht, um eine Hexe zu töten. Und wie ihr wisst, ist sie auch eine Hexe, dann muss es eigentlich sehr, 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 sehr viel Schaden bei ihr machen. Wenn du mich besiegst, lehre ich den tanzenden Dolch. Die Attacke klingt schon schwul, bestimmt ist sie auch schwul. Wüstenhexe, ach verdammt, ich kann den Namen nicht aussprechen. Okay, jetzt sehen wir die Waffe in Aktion. So. Was habe ich gesagt? Was habe ich euch gesagt, Leute? Die Waffe ist einfach... Okay, ich dachte schon, die verfolgt mich. So. Ich habe gewonnen. Zum Glück habe ich die Waffen gemacht. Zu Glück. Boah, Zeitbonus. Mal verletzt. 1000. Ich habe Gold. Ich habe Gold. Nicht schlecht, mein Kind. Ich hätte dich verprügelt. Und wir kriegen jetzt ein Dolch ins Genick oder... Ah, auf den Boden. Die Waffe und das Manöver gehören dir. Okay. Silberflugdolch und...
Oh, so spektakulär, das kann ich auch mit einem Buttermesser. Oh, ist ja so spektakulär, Leute. Geschoss, Spezialmanöver erlernt. Epische Musik. Das Spezialmanöver ist Tanzender Deutsch. Tanzender Deutsch kann Feinden und Schaltern folgen. Kann damit sogar Orte erreichen, die höher gelegen sind. Jetzt benutze es, um damit zu den Ruinen zu gelangen. Okay, aber hast du noch irgendwas zu sagen? Was brauchst du? Reden wir mal. Oh, die sagt irgendwas. Du kannst mittlerweile ziemlich gut mit Flugdeutschen umgehen. Höhöhö. Ich sage dir, wo eine wirklich ganz besondere Waffe versteckt ist. Aber es ist nie meine Schuld, wenn du umkommst. Höhöhö. Ich habe sie vor langer Zeit in der Zentralwüste nahe der Ruinen versteckt. Geh dorthin und hol sie dir, wenn du sie willst. Okay, sie hat irgendwo eine Waffe für uns versteckt. Wieso kann ich da nicht durch? Wieso kann ich da nicht durch? Ich will in der Schlafkammer sein und in anderen Slip riechen. Nein, das ist ein Scherz. Ist da klar? Oder doch nicht? Doch, ist ein Scherz. Das ist der Typ von vorhin. Schwertkämpfer will ich sagen. Er hat uns einfach ignoriert. Vergiss ihn, lass uns weitergehen. Niaki sagt, dass dieser Mann kein Herz hat. Was machst du denn da? Mein Name? Ja, ich will deinen Namen wissen. Okay, wieso hat er kein Herz? Das ist doch Zeitverschwendung. Wo ist er jetzt? Ein Scan. Ja, Schiefwüstenbewohner. Und du, was bist du? Ja, du bist das Gleiche. Was gibt's hier? Was blinkt da so? Was zur Hölle? Ich habe jetzt ein Gewehr. Was zur Hölle? Ich habe ein Gewehr? Das ist nicht jugendfrei, Leute. Wenn ich mit einem Gewehr hier rumlaufe, kann man gleich als Amoklauf bezeichnen hier. Ach du heilige Scheiße. Und da ist wieder der Kumpel, den wir einscannen werden. Und wie heißt der? Raumschwertkämpfer Anfa. Er ist Anfa, okay. Mein Name? Wieso sagst du uns nicht deinen Namen, Fettkopf? Anfa. Wie der Wüstenwind. Super. Für eine Sekunde hat sein Herz gezuckt. Sein Herz hat gezuckt. Okay. Was hast du zu sagen? Reden. Ja. Schade, ich dachte, irgendwas Interessantes kommt jetzt. Kann ich hier nichts kaufen oder was los? Da ist wieder Anfa. Wie geht's, Anfa, du alter Kumpel von mir? Ich seit kurzem kenne. Sagst du zu dem Brunnen etwas? Nein. Okay, von da kommen wir. Ich muss da ein bisschen. Ah, ich werde offscreen dann in Deutsch und alles. Okay, Zentralwüste. Ich werde dann offscreen alles dann so. Keine Antwort. Es scheint, dass es nur Tierknochen sind. Ach, wirklich? Wer hat's gedacht? So ein Fettkopf, ich sag's euch, Leute. Schwert. Das rüste ich lieber aus. Und Schild, Waffen, Schild, rechte Seite. Das ist die beste Kombination für das jetzt. Denke ich jetzt mal. Was sagst du dazu? Die soll eine verlorene Zivilisation. Okay. Schön erkannt. Und sagst du was zu den Bäumen? Du Hobbyloser. Nein. Zu den Kaktoren? Nein. Zu den Kaktoren, von schmerzhaften Stacheln bedeckt. Es gibt viele Kaktusliebhaber. Wer denn alles? Woher will das eigentlich wissen? Was ist das denn? Räuberfliege, okay. Fick dich! Ich bin zu stark. Oh, eine Blume. Okay. Stufenanstieg des Buch der Verurteilung. 3800. Oho, hoho. Auge, wie geht's, Auge? Siehe. Okay. Du bist weg. Du willst mich doch verarschen hier. Stirb. Okay, komm. Ich mach da mal so kurzen Prozess. Das dauert etwas zu lange. Kann ich auch irgendwas untersuchen?
die erwachsenen Charaktere sind sehr beeindruckend. Maka, such dir ein Hobby. Such dir wirklich ein Hobby. Oder krall irgendwas. Oder fick irgendwas. Oh, fick dich ins Knie. Aber warte, wir sind gerade vor Blitzmeldung. Was kommt jetzt? Waisentruppen aus dem Norden der Waglis-Festung. Comment. Okay. Verstehe. Ja. Warte, wir waren gerade auf 3. Wir sind jetzt auf 1. Dann muss das hier doch 2 sein. Ich wusste es doch. So. Tot. Und da ist eine Blume. Blume. Action. Das habe ich jetzt 1 gescannt. Und was ist das für eine Blume? Weiß ich nicht. Spinnen-Action. Die sind sowieso tot. Wartet mal. Okay. Entschuldigung für die schnelle Störung. Ein wichtiges Telefonat kam. Ich muss unbedingt abnehmen. Und es geht einfach weiter mal. Okay, wir haben bisher 2 Blumen gefunden. In dieser scheiß verdammten Wüste. Fick dich ins Knie. Und so und so. Scheiße, ich habe das nicht untersucht. Okay, was ist das denn? Dunkler Hüpfer. Warte. Er ist Eiselement und ist in einer Wüste. Leute. Ihr wisst auch, worauf ich jetzt hinaus will, oder? Was macht so ein verficktes Eismonster hier in der Wüste? Und was zum Teufel ist das denn? Meuchlerdolch. Okay, das kann man stufen. Das mache ich auch dann. Und dann werde ich leveln. Ich werde den Dolch leveln. Und das Gewehr. Warte, Gewehr brauche ich glaube ich nicht. Okay. So, so. Tot. Ich gehe einfach mal weiter. So. Hä? Warte. Zentralwüste 6? Zentralwüste 5. Okay, bei 6 und 5 gibt's nichts. Gehe ich einfach mal nach rechts und guck mir die Gegend da an. Okay, das gibt es. Viele Sachen zu untersuchen. Das merke ich jetzt schon. Spinne, 9 sind wir. Fliege. Fliege, was gibt's? Was zum Teufel ist das denn? Oh, ein Rezept. Ein Rezept. Wozu ist eigentlich das Rezept? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, das werde ich dann offscreen auch noch machen, wenn ich das irgendwie rausfinde. Ich bin bei 10, okay. Ich gehe einfach mal nach rechts. Nein. Hä, ich bin wieder auf 4? Fick dich doch, was ist jetzt los? Perfekte Bullshit-Scheiße. Komm. So. Bis weg. Warte, habe ich das hier schon geholt? Warte, gucke ich mal nach. Ja, habe ich schon, okay. So. Ah, sein Eierkopf. Okay. Warte, ich gehe jetzt mal einfach nach rechts. Die Wüste ist sowieso kompliziert. Ich verstehe momentan sowieso nichts. Was sagst du dazu? Etwas, das wie ein Zauberspruch aussieht, ist in der Steintafel eingeritzt. Und dazu? Keine Antwort. Es scheint Tierknochen zu sein. Maka, such dir ein Hobby. Such dir eine Freundin oder sonst irgendwas, weil kein Schwein interessiert es, ob das tot ist. Außer die Grünen vielleicht, aber trotzdem. 10, okay, da gehe ich mal einfach nach unten. Vielleicht ist da irgendwas. Bei 14 sind wir jetzt auf einmal. Oh, scheiße, okay. Hier werde ich schon einen Cut machen, da werde ich mal einen Dolch leveln. Also, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.